Hi, hier einmal Delphine aus der Nachbearbeitung mit dem Hinweis, dass diese Folge bereits am Tag des aromantischen Spektrums, das heißt am 25.08. aufgenommen wurde in einem Live-Event auf Aspect Germ und wir diese Folge jetzt hier als Folge rausbringen. Viel Spaß! In Spektrum. Der Podcast aus der deutschsprachigen ASPEC-Community. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Tag des aromantischen Spektrums Veranstaltung von In Spektren. Mein Name ist Finn, ich verstehe mich als aromantisch und Grey Ace. Ich komme aus Österreich, bin 27 Jahre alt, weiß und verwende keine Pronomen. Hi, ich bin Delphine, Pronomen MMs. Ich bin 26, komme aus NRW in Deutschland, bin weiß und meine Labels sind Oriented Arrow Ace, Agender Flux. Und wir sind heute hier mit einem Event zum TAS, mit einem neuen Format, das wir gemeinsam mit euch so ein bisschen austesten wollen, indem wir über Aruspec-Repräsentation reden. Die Veranstaltung heute soll quasi so der Anfang dieser Reihe sein und wir reden heute als allererstes in dieser Reihe über eine Kurzgeschichte mit Aloaro-Repräsentation. Genau, und wir spoilern dementsprechend die Geschichte. Ziemlich. Ja, also nachdem es auch eine recht kurze Geschichte ist, werden wir auch ziemlich ins Detail gehen. Also wenn ihr keine Spoiler wollt, dann ist das vermutlich nicht die beste Veranstaltung. Außerdem hat die Geschichte Content Notes, und zwar wäre das Sex. Es gibt eine explizite Sexszene in der Kurzgeschichte, die wir auch ansprechen werden. Und die zweite Content Note wäre Corona-Maßnahmen, die erwähnt werden. Ja, dann wollte ich nochmal kurz sagen, wie wir mit Wortmeldungen umgehen. Wie schon gesagt, wird diese Veranstaltung, also die Audiospur, wird aufgenommen. Ihr könnt gerne an Delphine oder mich privat oder auch hier in den Textchat Wortmeldungen, Fragen, Kommentare schicken. Die würden wir dann aufnehmen und euch und auch vorlesen. Wenn ihr anonym kommentieren möchtet, also nicht wollt, dass euer Name genannt werden soll, dann schreibt doch bitte das Smiley mit der Sonnenbrille dazu. Also dieses, was ich gerade im Chat geschrieben habe, Doppelpunkt Sunglasses, Doppelpunkt. Und wenn ihr nicht wollt, dass euer Kommentar vorgelesen wird, dann das die Fledermaus, also Doppelpunkt Bett, Doppelpunkt. Ja, genau. Delphine. Genau. Ich starte jetzt, bevor es so ein bisschen richtig losgeht, richtig gut organisiert, gebe ich euch erstmal den Link zur Website der Person, die die Kurzgeschichte verfasst hat. Da sind ein paar kleine Infos, da werden wir aber auch noch drauf eingehen und da ist auch das Titelbild der Kurzgeschichte zu sehen. Dazu werden wir aber gleich auch noch was sagen. Genau. So, und um jetzt wirklich reinzustarten, fangen wir erstmal mit einer Definition von Aloaro an, damit wir auch alle wissen, worum es hier geht. Aloaro-Personen sind Menschen, die aromantisch sind, aber nicht asexuell und auch nicht auf dem asexuellen Spektrum sind. Genau, und dann geht es mal weiter mit ein paar Kurzfakten zu der Geschichte, über die wir heute reden, wie Delphine schon angekündigt hat. Und zwar handelt es sich um eine Kurzgeschichte mit circa 3700 Wörtern, also 14 Seiten ungefähr. Genau, und der Titel, wie auch schon in der Eventbeschreibung stand, Red, White and Green, also auf Deutsch übersetzt Rot, Weiß und Grün. Und die Geschichte gehört zur Serie An Aceback for All Seasons. Das ist eine Kurzgeschichtenreihe, die besteht aktuell aus 8 Geschichten. Der Band 8 ist vom 13.02.2023 und der Titel dieser Reihe heißt übersetzt Ein Aceback für alle Jahreszeiten bzw. Feste. Genau. Und die Person, die diese Reihe schreibt, heißt Katie Fuchs. Vielleicht auch anders ausgesprochen, das wissen wir leider gerade nicht, also da sorry, wenn das falsch ist. Und die Person sagt über sich selber, dass sie Aro-Ace ist und über Aromantik und über das aromantische und asexuelle Spektrum schreiben möchte mit diversen Charakteren in verschiedenen Genren. So, und damit wir jetzt erstmal wissen, worum es überhaupt
geht in dieser Kurzgeschichte, haben wir euch die Zusammenfassung mitgebracht. Ich würde die erstmal auf Englisch vorlesen, das Original, und dann kurz auf Deutsch übersetzen. Darf ich vielleicht vorher noch die Infos kurz fertig machen? Das ist, glaube ich, sinnvoller. Sorry. Also, wenn das für dich passt. Passt. Noch kurz, unsere Kurzgeschichte ist am 7. August 2021 erschienen, englischsprachig. Kostet 0,89 Euro, also 89 Cent, lässt sich leider nur via Amazon kaufen. Text-to-Speech ist enabled und ScreenreaderInnen werden supported. Bitteschön, Delphine. Jetzt Dankeschön. Kommen wir zur Zusammenfassung. Genau. Ray Morgan is an Olympic gymnast who's as proud to carry the aromantic pride flag as she is the red, white and blue. That doesn't mean she doesn't like sex, though. And in an in-between moment at the games, she and teammate Jaden show each other a good time. Auf Deutsch übersetzt ungefähr, Ray Morgan ist olympische Turnerin, die genauso stolz ist, die aromantische Pride-Flagge zu tragen wie die rot-weiß-blaue. Das heißt aber nicht, dass sie keinen Sex mag, und zwischen den Wettkämpfen und Terminen bei den Spielen bereiten sie und Teamkameradin Jaden sich eine gute Zeit. Genau, und die Autorin gibt selbst als Content Note für die Geschichte noch an, dass die Geschichte expliziten sexuellen Content enthält. Da haben wir aber eben auch schon darauf hingewiesen, wir werden den nicht explizit wiedergeben, aber grob darauf eingehen. Ja, dann lass uns mal kurz über das Titelblatt sprechen, also über das Titelbild reden. Das ist ja auch schon im Chat. Wir haben ein hellgrünes Cover, auf dem eine Medaille zu sehen ist, so, also zum Umhängen mit so einem grauen Band und ein goldener Ring quasi. Und da zu sehen in diesem Ring ist eine also die Silhouette einer Person mit ungefähr schulterlangen Haaren in einer Sprungturn Tanzpose, also einer dynamischen Pose, und diese Person oder diese Silhouette ist in den Farben der Alo-Aro-Flagge eingefärbt, also dunkelgelb, helleres Gelb, Weiß, hellgrün, grün, von unten nach oben war das jetzt, das war eigentlich die falsche Richtung, glaube ich, keine Ahnung. Ja. Genau. Und ich finde, das passt schon sehr gut zur Geschichte und ist sehr dynamisch. Das ist richtig. Genau, am Anfang der Kurzgeschichte finden wir uns bei den Olympischen Spielen in Tokio wieder, in der Corona-Pandemie. Und da ist ein Team aus vier Turnerinnen, das für die USA antritt. Und die ProtagonistInnen, denen wir hier folgen, gehören zu diesem Team und kommen gerade zu Beginn der Geschichte von einem Interview und sind auf dem Rückweg zum Olympischen Dorf und damit auch zu ihrer Unterkunft. Genau, und ich würde euch kurz die Protagonistinnen vorstellen. Das sind tatsächlich zwei Protagonistinnen. Die eine ist Rhea Morgan. Sie ist offen Alo-Aro und lesbisch, schreibt über ihre Alo-Aro-Identität auch viel auf Social Media und ist allgemein sehr offen damit und trägt auch einen Pride-Pin. Und dann haben wir Jaden Johnson. Das ist eine lesbische Frau, die nicht im Closet ist, aber auch nicht ganz so offen damit umgeht wie Rhea. Ja, und das sind im Grunde sind das zwei junge Frauen, Freundinnen, die Sex miteinander haben, aber das nicht weiter labeln. Und darauf gehen wir dann auch noch ein. Ja, die Geschichte startet dann damit, dass wir lesen, dass die beiden von einem Interview zurückkommen, in dem die Reporterin anscheinend nicht sonderlich feinfühlig auf Rays Arrowpin reagiert hat und da nachgefragt hat und das zu einer ja angespannten Situation geführt hat. Genau, und dafür fand ich das schon auch relatable zu lesen, oder es ist uns beiden aufgefallen, dass sie quasi zurückgehen und darüber lachen, sich auch so ein bisschen ja lustig machen darüber fast, weil sie versuchen, mit dieser unguten Person, also unguten Situation umzugehen, erst einmal, die sie erlebt haben. Und am Anfang ist auch sehr unklar, ob das jetzt Uninformiertheit war oder ob das queerfeindlich gemeint war. Und da kommt eben auch recht klar heraus, dieses Gefühl, dass ich glaube, wie auf dem Aro-Spektrum, aber auch auf anderen queeren Spektren, aber ich denke eben, weil
das Aare-Spektrum auch so unsichtbar ist, da besonders noch einmal dieses Erleben, das wir oft auch haben, dass es einfach aus Uninformiertheit zu Aussagen kommt, die halt auch trotzdem richtig schmerzhaft sind teilweise und wehtun und eigentlich problematisch sind. Genau, und hier wird sich dann zum Beispiel auf die Aussage bezogen, also Ray sagt, she actually said, bold of you to wear another flag when you're here representing the United States. As if a pride pin makes me less American. Also ungefähr, sie hat wirklich gesagt, gewagt von dir, noch eine weitere Flagge zu tragen, obwohl du hier die USA repräsentierst, als ob ein Pride-Button mich weniger amerikanisch machen würde. Und ja, da kam zumindest bei mir auch so direkt der Gedanke auf, weiß die Reporterin jetzt, dass es ein Pride-Pin ist, oder geht sie einfach davon aus, dass es eine andere Landesflagge ist? Andererseits wird da auch ein Thema angesprochen, das bei uns weniger präsent ist, denke ich, aber das in Amerika noch viel stärker ist, diese Frage von Queersein als amerikanisch bzw. unamerikanisch oder Queerfeindlichkeit als amerikanisch und unamerikanisch, was da auch ein großes Thema ist, beziehungsweise auch eine Taktik oder eine Strategie ist, die im Zentrum von, ja, dem Kampf um queere Rechte steht, wo eben Patriotismus auch eine andere Rolle spielt. Und da zeigt sich auch, also ich habe da ein bisschen nachgelesen, aber grundsätzlich ist es jetzt nicht, glaube ich, auch nicht mein Platz, hier weit in die Tiefe zu gehen, aber ich denke, das, was sich hier zeigt an der Stelle, ist einfach auch, dass queerfeindliche Argumente in unterschiedlichen Kontexten und an unterschiedlichen Orten und zu unterschiedlichen Zeiten auch variieren können und vielleicht nicht alles für jeden immer gleich verständlich ist. Also wir haben hier diese Verknüpfung von Werten und der Zugehörigkeit, und das hatte Finn ja gerade angesprochen, dass kann so ein bisschen an die frühe Gay-Rights-Bewegung erinnern, wo das auch schon für Exklusionismus hergehalten hat und wo wir dann auch wieder Parallelen ziehen können oder Zusammenhänge ziehen können mit so einem In-Group-Out-Group-Denken zum Beispiel, und dass hier zum Beispiel die Identität, die queere Identität als etwas Unamerikanisches dargestellt wird. Was dann ja mit im Zusammenhang, wenn das häufiger gesagt wird, dass es so ist, dann setzt sich das auch irgendwann fest, und dann haben wir auch wieder ein Narrativ, was das Denken von vielen Menschen formt. Und da haben wir hier in dieser Geschichte einfach, ich weiß nicht, ob beabsichtigt oder unbeabsichtigt, auch wieder so eine Parallele zur Realität, wo wir sehen können, was hier ja hinter solchen Aussagen noch stehen kann. Es fällt dann auch die tolle Aussage, um da jetzt mal weiterzugehen. Everyone and their brother knows you're aromantic. You post about it on social media all the time. Also das sagt dann Jaden. Und ich fand, das spricht so schön an auch, wie, ich meine, dieses Thema, du kannst so offen sein, wie du willst. Mein Profilbild kann Fragen, die Farben der Aro-Flagge haben. Ich kann schreiben, dass ich aromantisch bin. Ich kann was auch immer sagen, schreiben, reden. Ich kann ein Interview machen, kann Interviews machen. Und trotzdem checken es manche Menschen einfach nicht. Und manche wollen es vielleicht auch nicht checken. Oder versuchen einfach, es aus Gesprächen rauszuhalten. Oder einfach eben, irgendwie gibt es immer Menschen, die schaffen, nichts mitzukriegen. I don't know. Wir haben übrigens einen Kommentar in Anonymen. Und zwar hat eine Person geschrieben, ich habe in dieser Woche versucht, einem Menschen von einem Literaturstammtisch die Tragweite der Amato-Normativität zu verdeutlichen. Dies war nicht von Erfolg gekrönt. Das ist auf jeden Fall eine Erfahrung, mit der ich gut relaten kann. Ja, geht vermutlich auch einfach in die Richtung, dass Menschen, wenn sie selber von Dingen nicht betroffen sind, sich vielleicht auch schwerer tun oder länger brauchen, die auch zu sehen. Das ist ja für mich genauso. Es gibt einfach Themen, von denen bin ich nicht betroffen. Das heißt, solange ich nicht bewusst mir Mühe mache, mich zu informieren und weiterzubilden und zu lernen und damit auseinanderzusetzen, und solange mich nicht
wahrscheinlich erst einmal jemand aufmerksam macht darauf, dass es dieses Thema gibt, mit dem ich mich da eigentlich auseinandersetzen müsste, passiert das nicht automatisch erst einmal. Das ist auch was, was tatsächlich in der Kurzgeschichte dann ziemlich schnell thematisiert wurde, dass viele Leute auch einfach unwissend sind und das sehr frustrierend sein kann. Also wir haben erstmal dieses Lustigmachen darüber und dann ja dieser ein bisschen auch zurückgenommene Blick, okay, es kann auch einfach sein, dass die Leute einfach nicht kein Wissen darüber haben, was natürlich immer noch nicht schön ist, ja. Und dann reden sie aber auch noch darüber, so als einen kleinen Sieg quasi in der Situation zu finden. At least I did get to explain it to her, though who knows if that will actually be included in the coverage. Also ja, sie wollen hervorheben, dass jetzt wenigstens, dass die Aluaro-Identität angesprochen wurde und darüber gesprochen wurde, auch wenn natürlich unklar ist, ob es nachher auch in dem Bericht drin sein wird. Aber um so zumindest aus dieser ganzen Frustration etwas Positives herauszuziehen und da auch nicht mit einem komplett negativen Gefühl dann rauszugehen. Ja, beziehungsweise spricht das auch dieses Unwissen an, oder? Also wenn ich einer Person begegne und mit der dann über Aromantik rede, weil irgendwie irgendwas gekommen ist von wegen, irgendeine Erwartungshaltung, die ich nicht erfülle oder was auch immer, oder auch von eben die Frage nach einem Pride Pin, was auch immer da der Auslöser gerade ist, und dann erkläre ich das und dann kommt vielleicht auch nicht die beste oder ja, nicht die sensibelste oder beste Reaktion, diese Unsicherheit, mit der ich dann weggehe, wieder zu nicht zu wissen, ja, hat das jetzt was gebracht? Wird die Person das jetzt ignorieren, weil ich die erste Person bin, die das jemals angesprochen hat oder die ihr das jemals versucht hat zu erklären? Oder hat das jetzt wirklich was gebracht oder braucht die Person noch? You never know. So. Ja. Das stimmt. Es kommt dann auch raus, dass diese Reporterin dann, also dass sie scheinbar erst über Aromantik aufgeklärt hat und die Reporterin dann gedacht hat, dass sie auch asexuell wäre, bevor sie das wieder aufgeklärt hat. Das ist ja auch eine sehr häufige Annahme, dass Personen auf dem aromantischen Spektrum bzw. Aros einfach auch asexuell wären. Es kommt wahrscheinlich daher, dass für viele Menschen Romantik und Sexualität so untrennbar verbunden sind. Und ja, da gäbe es auch ein Zitat dazu, das ich gerne vorlesen würde, kurz bevor ich habe den Kommentar gerade gesehen, aber ich glaube, wir machen noch das, was wir uns dazu denken und lesen ihn dann vor, oder? Mhm, machen wir. Genau. Also hier haben wir eben, wo sie sagt, and I got her really good when she assumed I'm asexual too. Also es heißt so viel wie, ich habe sie kalt erwischt, als sie einfach angenommen hat, ich sei auch asexuell. Das ist eben dieses kleine Triumphgefühl, diese Reporterin, dieser Fehlannahme überführt zu haben. Und dann, people find it so hard to understand that being aro, or ace for that matter, doesn't automatically make you straight in the other regard. Da eben, dass es den Leuten so schwer fällt zu verstehen, dass Aro zu sein oder Ace, was das betrifft, zu sein, eine Person nicht automatisch straight in Bezug auf das andere macht. Genau. Also Ace und Aro heißt auch nicht straight. Ja, und da kann Rhea dann natürlich auch direkt was zu sagen als Allo, Aro und lesbische Person und da dann einfach aus dem eigenen Erleben und der eigenen Identität heraus da was zu sagen. Nämlich, dass es gar nicht miteinander zwingend verknüpft ist. Aber es ist natürlich, zeigt es auch wieder, dass es auch in die Köpfe von vielen Leuten vermutlich gar nicht so leicht reingeht, diese Trennung irgendwie rüberzubringen, dass sie für uns möglich ist, weil, wie Finn eben einfach meinte, ja, Romantik und Sexualität so verbunden sind für viele Menschen, dass es irgendwie dann auch für sie dann unverständlich erscheint, dass sowas getrennt werden kann. Ja, also sie thematisieren dann auch, dass die Reporterin geschockt reagiert hat, weil Rhea scheinbar explizit gesagt hat, dass sie Sex mag, also beziehungsweise Sex mit Frauen mag. Und das geht dann quasi auch in die Richtung von dem Thema, dass
das Aussprechen allein von Alo-Aro-Identitäten zeitweise als not safe for work betrachtet wird, also übersexualisiert wird, womit ja auch eine ganze Menge falsch ist, würde ich mal sagen. Einfach, weil es hier erstmal um eine Person geht, die eine eigene Identität ausspricht und da ist nichts not safe for work daran. Also gar nichts. Ja, und das könnte auch so ein bisschen in die Befürchtungen und die Frustrationen mit reinspielen, die vor allem bei Rare da ist, dass dieser Teil vielleicht gar nicht irgendwie ausgestrahlt wird oder im Teil vom Bericht sein wird, sondern sie geht davon aus, dass wahrscheinlich nur der Teil mit den Medaillen, der Teil, dass sie olympische Turnerin oder sie beide olympische Turnerinnen sind, interessant ist und ausgestrahlt wird. Und dass ja im Prinzip das Einzige ist, was interessiert. Und sie selber mit ihren Identitäten sind nicht so interessant. Wobei sie dann hier an der Stelle zumindest für die Reporterin dann scheinbar wieder interessant genug sind, um da ja das Thema anzusprechen und direkt davon auszugehen, dass sie auch asexuell ist und dann noch ein klein bisschen drüber zu reden, wobei wir in der Geschichte auch merken, dass das meiste zum Thema Alo-Aro eher von Rare kommt. Also das Interview an sich ist nicht Teil von der Kurzgeschichte, das lesen wir nicht, aber rauslesen würde ich daraus, dass das meiste zu diesem Thema von Rare aufgebracht wird und auch nicht unbedingt auf Nachfrage, sondern quasi proaktiv, um den Raum, der gerade da ist, noch zu nutzen, da noch etwas zu sagen und noch ein bisschen aufzuklären. Was ja auch wichtig ist, weil, also wir hatten das vorher in der Eröffnungsveranstaltung vom TAS, diese Aktion, dieses In-Aktion-Gehen, weil es macht einfach niemand für uns und auch, oder kaum. Ich würde dann mal den Kommentar vorlesen, den wir bekommen haben von J, J, je nachdem. Finde, es zeigt, wie unglaublich unsichtbar Aromantik ist, beziehungsweise ständig mit Ace verwechselt vermischt wird. Wenn in der Zusammenfassung steht, dass sie Aro ist, das aber nicht bedeutet, dass sie keinen Sex mag. Dass extra erwähnt werden muss, dass Aro nicht automatisch auch kein Sex bedeutet, ist frustrierend. Ergänzung, besonders Unsichtbarkeit von Aro-Alo. Ja, ich würde dem zustimmen. Absolut. Und ich denke, es ist auch ein bisschen auch einer der Gründe, warum wir heute für den erstens für den Anfang dieser Serie, die wir gerne machen würden, und zweitens für den Tag des aromantischen Spektrums auch uns was gesucht haben mit Alo-Aro-Repräsentation. Ja, genau. Und zwar auch vor allem wichtig, wir möchten einen Fokus auf Aro oder Aro-Spec-Repräsentation haben, weil wir haben schon einige etwas mehr Repräsentation mit Aro-Ace-Charakteren gefunden. Aber für heute wollten wir gerne schauen, dass ja der Fokus tatsächlich auf der Aromantik ist, um nicht wieder diesem Narrativ irgendwie jetzt an der Stelle nochmal ja, Platz zu geben. Beziehungsweise wir wollten explizit heute zeigen, dass Aromantik eben nicht mit Asexualität einhergeht. Beziehungsweise nicht das eine irgendwo ein Subset ist vom anderen oder ein Feature am anderen. So. Genau. Ah, und wir haben gerade noch einen Kommentar bekommen. Und zwar von, ich gehe mal davon aus, da weiter oben in der Nachricht ein Sonnenbrillen-Smiley ist, dass das jetzt auch anonym gemeint ist. Ich persönlich wäre mit der Reporterin etwas gnädiger gewesen. Wer vielleicht zum ersten Mal einer gänzlich fremden Welt begegnet, stellt halt viele irritierte Fragen. Darüber kann man natürlich diskutieren, aber ich denke nicht, dass, also ich meine, erst einmal würde ich sagen, sie schreien sie ja nicht an oder so direkt. Und zweitens ist halt der Frust schon auch verständlich. Also es gibt halt, klar ist es so, dass man sagen kann, es ist eben nicht klar, ob das queerfeindlich gemeint war oder einfach Unwissenheit. Und klar stellen Personen aus Unwissenheit viele irritierende Fragen. Aber klar ist es auch, dass es einfach Situationen gibt und die gibt es halt, wo Unwissenheit oder diese Fragen und wenn sie aus Unwissenheit kommen, extrem frustrieren. Ich selbst bemühe mich auch, geduldig mit Menschen zu sein, natürlich, aber ich habe auch vollstes Verständnis dafür, einerseits mir selbst gegenüber, aber auch noch wahrscheinlich fast mehr, weil ich mit sich selbst geduldig sein ist immer schwieriger als mit anderen. Und auch Geduld mit anderen
wenn da einfach eine Menge Frust ist und Menschen nicht immer, was weiß ich, so viel Geduld haben, weil ich weiß ja auch nicht, also gerade wenn eine Person sehr offen ist, wird sie das vielleicht sehr, sehr oft gefragt. Und beim fünften Mal in kurzer Zeit wird es halt schon frustrierend, auch wenn es fünfmal andere Personen sind. Ja, absolut. Leider. Also, ja. Es gibt halt nur eine so oder so hohe Frustschwelle. Was natürlich nicht heißt, dass es nicht eine Bemühung wert ist, mit Leuten geduldig zu sein. Aber es funktioniert eben nicht immer. Was ich dazu noch sagen würde, also wir haben ja jetzt wahrscheinlich den kleinen Vorteil gegenüber Leuten, die uns zuhören, dass wir die Geschichte auch komplett gelesen haben. Und so wie ich das daraus lese, waren sie beide während des Interviews auch ja in dem Sinne nicht irgendwie frech oder so. Also Rare hat die Chance genutzt, etwas über ihre Aloaro-Identität anzubringen. Aber dieses Lustigmachen darüber, das passiert erst im Nachhinein, wenn sie beide alleine unterwegs sind und ja zu zweit sich darüber unterhalten, was sie gerade erlebt haben. Und dann aber auch ganz klar nach diesem sich drüber lustig machen, auch ziemlich schnell auf genau die Sache zurückkommen, dass es halt Unwissenheit sein könnte und deswegen auch ja unsensible Fragen gestellt werden. Und also das ist auf jeden Fall in meiner Wahrnehmung etwas, dem die Geschichte Raum gibt und das die beiden Protagonistinnen auch ganz klar ansprechen. Ja, wollen wir weitergehen? Warte mal, es ist 18.40 Uhr, wollen wir eine Pause machen? Ja. Alles das klar. Klingt nach einer guten Idee. Dann geht es um 18.45 Uhr weiter, bitte. Bis dann. Bis gleich. Hallo. Die Pause ist jetzt, oder die 5 Minuten sind zumindest vorbei. Damit machen wir weiter. Und ja, wir starten mit einem Kommentar, der noch im Chat gekommen ist. Und zwar von Riza. Ich würde bei einem Interview aber auch hoffen, dass ReporterInnen sich vorher über die Menschen informieren und wenn die Person offen mit der Identität umgeht, wäre es auch schön, sich dann mal über das Label zu informieren, bevor Mensch ein Interview mit dieser Person macht. Das wäre auf jeden Fall eine Hoffnung, die ich auch hätte in dem Fall, vor allem mit Blick auf das Zitat, das nun wirklich jeder Mensch inzwischen mitbekommen haben sollte, dass Rare Aloaro ist, weil sie das so offensiv kommuniziert. Ja, sollte zumindest die Chance groß sein, auch bei einer recht oberflächlichen Recherche rauszufinden, dass das eben Rares Label sind. Und ja, dann wäre es natürlich wünschenswert, wenn die Person, die interviewt, da auch ein bisschen Bescheid weiß. Genau, und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum Rhea dann so reagiert oder machen will, was sie machen will. Sie gehen dann zurück ins Zimmer und Rhea will erst einmal einen Social Media Post schreiben über das Interview und sich ausfrusten bzw. darüber schreiben, wieso sie das aufregt, aber ohne eben die Reporterin namentlich zu nennen. Und ja, Jaden macht sich Sorgen, dass sie sich damit trotzdem in Schwierigkeiten bringt und versucht daher zuerst sie abzulenken, aber Rhea reagiert da nicht so richtig drauf erst einmal. Also Rhea reagiert insofern darauf, dass sie Jaden sexuell anziehend findet, ist auch eine entsprechend aufgeladene Situation an der Stelle, aber dieses Interview und was das mit Rhea gemacht hat, ist ihr so wichtig, dass sie das erstmal beiseite schiebt und zuerst einen Post verfassen möchte und lässt sich da auch von der Sorge, die Jaden da äußert, überhaupt nicht davon abbringen und sieht da nur diese Ignoranz, die sie so frustriert und gegen die sie unbedingt etwas machen möchte. Ja, beziehungsweise was sie auch sagt, ist halt auch, dass sie gerne möchte, dass dieser Teil des Interviews doch veröffentlicht wird. Und das möchte sie auch gerne erreichen eigentlich. Dass das nicht vom Sender oder der Zeitung, also es ist nicht ganz klar, von welchem Medium sie da interviewt wurde, dass das quasi jetzt nicht unter den Teppich gekehrt wird. So ein
ein bisschen dann aus der Position heraus, dass sie eben olympische Turnerin ist und dadurch vielleicht an dieser Stelle mit einem etwaigen Post auch einen gewissen Einfluss hat, der Druck ausüben könnte, beziehungsweise wo sie hofft, dass er eben diesen Druck aufbaut, der ja dafür sorgt, dass dieser Teil des Interviews nicht verloren geht. Und Genau, und ja, sie geht dann in, danke. Ja, sie geht dann in Gedanken ein paar Argumente durch, die quasi gebracht werden können oder die de facto gebracht werden, um nicht über Allo-Aro-Identitäten zu reden. Also einerseits, dass sie unangebracht wären, also inappropriate, dass es unangebracht wäre, offen mit einer Allo-Aro-Identität zu sein oder eben nicht wichtig für das Thema. Also einerseits ist da wieder dieses Thema angesprochen, dass eben Allo-Aro-Identitäten auch als zum Teil als nicht jugendfrei oder not safe for work gesehen werden, wo wir vorher schon gesagt haben, dass eigentlich absoluter Bullshit ist. Oder eben, dass queere Identitäten mit der Aussage, ja, das ist für das Thema nicht wichtig, wie die Person sich identifiziert oder sonst was einfach weggewaschen werden und nicht behandelt werden dann. Beziehungsweise auch unsichtbar gemacht werden dadurch, weil dadurch einfach also in dem Fall queere AthletInnen nicht sichtbar sind oder werden. Und in dem Fall eben eine Alo-Aro-Athletin. Ja, und das ist so ein bisschen, also einerseits kannst du zwar in dieser Gesellschaft, also auch jetzt in der Realität, über Sex reden, aber andererseits, jetzt bezogen dann auf so eine Situation wie diese, bitte nicht bei dem Thema, bitte nicht zu sehr, bitte nicht zu offensiv, da werden dann wieder andere Maßstäbe angelegt. Wobei da Und halt auch diese Übersexualisierung wieder sichtbar wird, weil du gesagt hast, nicht zu sehr, das kann ja nur deswegen gesagt werden, weil angenommen wird, dass das über eine Identität sprechen, dass darüber sprechen, dass ich Sex mag. Also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass also die Figur in dem Fall Rhea da detailliert ihre sexuellen Praktiken beschreibt, sondern die Person sagt, ich mag Sex, ich habe sexuelle Anziehung, aber ich bin halt aromantisch. Und das wird aber übersexualisiert und gesagt, ja, das ist zu sehr. und das soll in dem Moment, weil es ja an der Stelle auch nicht das eigentliche Thema in Anführungszeichen ist, zumindest aus der Sicht von anderen könnte das so gesehen werden, dass hier ja um Olympia geht, so als könnte ein Mensch irgendwie Teile von sich abspalten und über eine Sache reden und alles andere, was Mensch ausmacht, komplett außer Acht lassen und als hätte das überhaupt keinen Einfluss auf die restlichen Themen. Und das ist ja einfach, also würde ich sagen, selten bis nicht wirklich möglich, irgendwie das ganze andere Erleben außer Acht zu lassen, wenn ich nur über ein bestimmtes Thema rede. Genau, es wird dann weiter Arofeindlichkeit thematisiert und da würde ich gern noch einen Absatz vorlesen. Und zwar: Of course, Jaden has faced her share of backlash for being a lesbian, but no one has ever told her her orientation doesn't exist. No one has ever told her she will fall in love and be normal once she meets the right person, regardless of gender. No one has ever tried to insist to her that sex and love are inextricably tied and that if she can't feel one, she shouldn't have the other either. Also auf Deutsch: Natürlich hat Jaden einiges am Backlash für ihr Lesbischsein abbekommen, aber nie Mensch hat ihr je gesagt, dass ihre Orientierung nicht existiert. Nie Mensch hat ihr je gesagt, dass sie sich eines Tages verlieben und normal wird, wenn sie die richtige Person findet, egal welchen Geschlechts. Nie Mensch hat je versucht, bei ihr darauf zu pochen, dass Sex und Liebe untrennbar miteinander verbunden sind und dass, wenn sie das eine nicht fühlt, sie das andere auch nicht haben dürfte. So als wäre Aro gar keine wirkliche Orientierung, beziehungsweise würde nicht existieren, was ja auch für uns etwas ist, was einige von uns erleben. Und dann zusammen mit dieser Annahme, ja, wenn irgendwann die richtige Person kommt, dann wirst du dich verlieben und dann wirst du
in Anführungszeichen normal sein oder dann das erleben, was ja der Norm nach alle erleben sollten. Was ja auch ein Totschlagargument ist. Ja, voll. Weil wann weiß ich, dass ich lang genug gewartet habe, dass das nicht passiert? Never. Ja. Ist halt auch so, ja, das ist halt dieses, ja, du wirst irgendwann schon sehen. Ja. Ich finde auch sehr interessant, dass dann hier an der Stelle kommt, ja, du wirst die richtige Person finden. Und an der Stelle ist dann je nachdem gar nicht mehr so wichtig, ob das jetzt, welches Geschlecht die Person hat, wogegen du bei anderen Orientierungen ja eher hören würdest, ja, als Frau, wenn du den richtigen Mann findest, dann bist du auch nicht mehr lesbisch. Das wäre ja eher so, was da kommt. Und hier ist dann, je nach Kontext und Person, die sowas anbringt, kann es dann eher sein, dass gesagt wird, ja, du findest die richtige Person. Und dann bist du in dem Sinne, ja, dann wieder in Anführungsstrichen normal. Und das ist irgendwie so eine, ja, so eine Diskrepanz dazwischen und irgendwie was, aber es auch nicht unbedingt zusammengeht. So, weil sich das, diese verschiedenen Feindlichkeiten dann auch irgendwie wieder widersprechen. Weil es offensichtlich wichtiger ist, romantische Liebe zu empfinden, wenigstens als mit dem richtigen Geschlecht zusammen zu sein, oder was? Also, ich meine, ja. Total bescheuert. Mhm. Beziehungsweise einfach und daneben. Ja. Und dann auch noch dieses, dieser letzte Part, dass wenn du nur eines von beidem fühlst oder möchtest, also Liebe oder Sex, dass du dann aber bitte auch das andere nicht haben darfst. Oder nicht wollen sollst. So. Okay, aber wie soll ich das denn machen? Ich habe nun mal, ich erlebe das, was ich erlebe. Wenn ich Anziehung habe, dann habe ich sie. Und wenn ich sie nicht habe, habe ich sie nicht. Und wenn ich jetzt keine sexuelle Anziehung kenne, aber ich kenne romantische Anziehung, dann ist das was, was da ist. Und etwas, ja, wo ich auch nicht sagen kann, nein, das habe ich jetzt nicht mehr, weil das geht ja nicht einfach weg. Also ich kann sagen, ich handle irgendwie nicht danach, aber da ist es ja trotzdem noch. Es ist halt auch dieses, ja, Sex ohne Liebe geht nicht und Liebe ohne Sex geht nicht. Also einerseits diese Vorstellung, dass Sex ohne Liebe so aus irgendeinem Grund total schlecht und unmoralisch wäre und was auch immer, was ja, wieso sollte es irgendwie schlecht sein, sich gegenseitig mit gegenseitigem Einverständnis eine Freude zu machen und eine schöne Zeit zu haben? Just, wenn mir das irgendwer erklären kann, bitte, aber bislang hat es noch niemand geschafft. Und auf der anderen Seite, was soll falsch daran sein, in einer Beziehung zu sein und dort eben dann keinen Sex zu haben? Ja. So, what do you want? Vor allem, wenn alle in der Beziehung damit, wie sie ist, einverstanden sind, gibt es ja auch eigentlich gar kein Problem. Und dann kommen Leute von außen und denken da einfach ein Problem rein und ja, sagen dann einfach übergriffig, okay, ihr seht das nicht, aber ich sehe das und deswegen ist das ein Problem. Aber solange alle Beteiligten damit einverstanden sind und das auf Consent beruht, haben halt andere auch einfach nicht das Recht zu sagen, dass es da ein Problem gibt. Allerdings. Ja, was der Absatz dann noch beinhaltet, ist eben, dass das Erleben von queeren Menschen auch je nach Identität und Intersektionalität auch unterschiedlich sein kann. Oder eben unterschiedlich ist, dass nicht jede, also dass es natürlich Überschneidungen gibt und Dinge, die queerere, also die queere Personen, egal welcher Identität, erleben, aber dass es eben auch Dinge gibt, die anders sind, je nachdem, welche Orientierung oder Geschlechtsidentität eine oder auf welche Weise eine Person sonst queer ist.
Ja, ich würde sagen, wir sehen hier auch gut, wie verschiedene Sachen intersektional verwoben sind, weil Rare und Jaden sind beide lesbisch, aber Rare ist eben noch Alo-Aro dabei und offensichtlich erleben sie nicht das Gleiche. Und obwohl sie diesen einen Teil teilen, gibt es immer noch einen Unterschied und sie sind mit verschiedenen Situationen konfrontiert und auch mit Diskriminierungen, die sich voneinander unterscheiden, wo vielleicht eine Nuance anders ist oder wo vielleicht auch einfach grundlegend etwas anders ist, kommt dann immer drauf an. Aber da sehen wir auch, dass wir dann nicht von dem, was wir erleben, das verallgemeinern können auf alle, sondern dass wir da auch schauen müssen, okay, was spielt da eigentlich alles rein? Was gibt es alles an Facetten von diesem Menschen, die noch andere einmal Blickpunkte reingeben, aber im Sinne von Diskriminierung auch nochmal einfach andere Feindlichkeiten, wo die dann zusammenkommen und einfach nochmal anders sind. Ja, genau. Es geht dann, wird dann kurz angemerkt, dass Rhea eben zwar offen über ihre Alo-Aro und lesbische Identität ist, aber nicht darüber spricht öffentlich, dass sie eben Sex mit Jaden hat, weil sie eben Jaden da nicht hineinziehen möchte in Bezug auf die Reaktionen anderer Leute. Und dann geht es auch schon weiter, oder? Genau. Dann klopft es an der Tür und der Coach der beiden, Chase, steht dort mit Turnanzügen, die von denen die beiden sehr begeistert sind, vor allem Rare, und der ihnen dann sagt, dass sie die überwerfen sollen, bloß nicht beschädigen, genau Sachen so in die Richtung und weist auch nochmal darauf hin, dass die Corona-Maßnahmen natürlich weiter gelten. Genau, also das ist auch das Maß, in dem die CN Corona dann vorkommt. Das wird darauf hingewiesen oder die Maßnahmen kommen vor. Genau. Und ja, Rare nimmt das mit so einer gewissen Traurigkeit auf, also bezogen auf diesen Hinweis zu den Corona-Maßnahmen, regt sich aber nicht darüber auf, sondern weiß, dass das auch richtig ist. Also es ist gleichzeitig irgendwie traurig, dass nicht mit den anderen Leuten im olympischen Dorf dann so interagiert werden kann, wie es vielleicht vor Corona möglich war, oder mit Tokio oder generell mit der Welt interagieren kann und sagt auch, dass es nicht ist, wie sie sich das vorgestellt hat, aber nimmt es an, weil es ist so und es ist ja auch etwas, was sie nicht in Frage stellt, sondern wonach sie jetzt einfach handeln müssen, aufgrund der Pandemie einfach. Ja, genau. Jaden probiert den Turnanzug dann gleich mal an und sie sind dann sehr begeistert davon. Ist dann wieder auch so ein Bogen dazu, dass sie sehr stolz darauf sind, eben als Athletinnen die USA vertreten zu dürfen. Und Rhea nimmt sich dann Zeit, Jaden in diesem Turnanzug anzusehen und zu, ja, appreciaten. Findet sie offensichtlich sehr, sehr schön oder sagt das zumindest und sie küssen sich dann und sind beide sehr fein damit. Das ist recht obvious und ja, so sehr, sehr klar, dass Aro-Personen auch Spaß haben können an sowas. Also zum Beispiel an sich küssen, aber eben auch Sex haben können. Genau. Genau. Und da denkt Rare dann auch, these are the moments Rare loves who she is. She's never bothered with romance. Is honestly happier without it. But she's a woman who enjoys sex. She loves looking at a woman's body, at Jaden's body. They don't need a romantic relationship to do this. They don't need to be in love to bring each other pleasure. Also im Prinzip auch ein bisschen, was Finn vorhin schon angesprochen hatte, der letzte Teil vor allem. Ist auf Deutsch, sagt sie oder denkt sie eher, dass das die Momente sind, in denen sie liebt, wer sie ist, dass sie sich nie mit Romantik aufgehalten hat, sogar glücklicher ohne Romantik ist, aber trotzdem eine Frau ist, die Sex mag. Also nochmal so
um auf dieses Aro und Ace sind nicht dasselbe anzuspielen. Und dass sie es einfach liebt, den Körper einer Frau zu betrachten und in diesem Fall speziell Jadens Körper. Und dass sie dafür einfach auch keine romantische Beziehung braucht, nicht verliebt zu sein braucht. Und vor allem müssen sie nicht verliebt sein, um sich gegenseitig Vergnügen zu bereiten. Darf ich ganz, ganz kurz einen Kommentar einschieben? Einen anonymen? Natürlich. Es wäre so ein genialer Zug, wenn die Turnanzüge in Schwarz, Grau und Grüntönen gehalten wären. Stimmt, ja. Es wäre lustig, aber sie sind, glaube ich, blau, wenn ich mich richtig erinnere. Und weiß, beziehungsweise noch mit Rot, also so USA-Farben. Genau. Also blau und weiß auf jeden Fall. Ja. Ja. Aber ja. Genau, dann geht's kurz. Ja. Ich wollte nur sagen, also das wäre auf jeden Fall irgendwie cool. Also solche Turnanzüge würde ich vielleicht auch einen nehmen. Ja. Ja, jedenfalls wird dann die Beziehung von den beiden thematisiert. Also es wird klar benannt, dass sie befreundet sind, aber nicht verpartnert. Dass sie auch nicht in einer queer-platonischen Beziehung sind, weil Rhea sich damit unwohl fühlt. Sie sagt oder denkt explizit, dass ihr das zu nahe in Richtung Romance geht. Und das ist ja auch ein legitimer Standpunkt oder auch eine valide Erfahrung, denke ich. Auch, dass es haben ja auch ganz unterschiedliche Aros, unterschiedliche Wünsche, ob sich verpartnern oder nicht. Oder wenn sie sich verpartnern, was in diesen Partnerinnenschaften sein soll und was nicht. Oder was vielleicht zu sehr in Richtung Romance geht oder was andere so überhaupt nicht stört. Das ist dann auch für jeden anders. Und Rhea sagt aber auch, sie sind auch nicht Friends with Benefits, also es ist auch keine Freundschaft plus, weil sie das als zu krass wahrnimmt. Und da habe ich mir notiert, dass das auch so ein bisschen zeigt, wie die Gesellschaft so zu Friends with Benefits, also beziehungsweise Freundschaft plus steht. Weil da ja schon oft auch thematisiert wird, ja, das kann ja nicht gut gehen oder das endet immer mit irgendwem, der verletzt wird, weil irgendwer mehr will oder whatever. Und das ist, finde ich, schon auch ein Thema, weil das ja auch so nicht stimmt. Weil wenn jeder weiß, woran er ist oder sie, er, sie, x ist, dann ist ja jede Konstellation okay. Und da haben wir auch dieses, es zeigt, wie die Gesellschaft das sieht und es zeigt, wie das, was die Gesellschaft denkt oder was Teile der Gesellschaft denken und was einfach auch sehr präsent ist, was vielleicht auch in den Medien so viel dargestellt wird, dass es einfach auch etwas ist, was unser Denken beeinflusst und wie wir Sachen bewerten, wie in dem Fall, dass Friends with Benefits als etwas Krasses oder zu Krasses wahrgenommen wird, wobei, naja, eine Freundschaft plus an sich, es sind ja dann FreundInnen, die ja sich gegenseitig mehr geben als das, was gesellschaftlich einer Freundinnenschaft zugeordnet ist. Und da ist ja eigentlich auch wieder, solange da alle Beteiligten Konsent dazu geben und das alles einvernehmlich ist, ist das ja eigentlich auch nichts, was zu krass ist, sondern eher was, wo die Gesellschaft einfach sagt, das ist zu krass, das ist irgendwie unnormal. Was sich dann darauf auswirkt, was wir selber auch denken. Wo es dann auch manchmal bei sowas hilft zu hinterfragen, okay, warum denke ich das eigentlich gerade? Genau, und es wird dann einfach auch noch klar benannt, dass sie kein, also dass Rhea und Jaden, sie brauchen kein weiteres Label, sondern sie sind eben einfach Freundinnen, die Sex miteinander haben wollen und haben. Und ich möchte da auch nochmal einen Kommentar einschieben, den wir bekommen haben, wie wieder von J. Und zwar, finde eine solche Repräsentation, Aro-Allo Non-Partnering, mega gut, vor allem, weil ich mich in gewisser Weise darin sehe. Das ist schön, das freut uns. Das ist ein bisschen... Yes. Ja, macht es noch schöner, genau diese Geschichte heute zu besprechen. Genau, und dann geht's weiter. Also, sie lassen sich Zeit, spielen so ein bisschen rum. Jaden ist ein bisschen ungeduldig, aber Rhea zögert das Ganze ein bisschen raus und sie küssen sich noch ein paar Mal, bevor sie sich dann ausziehen. Rhea hilft ihr wieder aus dem Turnanzug rauszukommen. Genau. Und das ist jetzt mein Cliffhanger, weil wir wieder eine halbe Stunde vorbei haben.
Das heißt, wir machen Pause mit bis, lass mich lügen, 1917. Ja. Klingt richtig. Passt. Bis gleich dann. Bis gleich. So, dann willkommen zurück. Ja, es geht dann weiter mit einer Sexszene. Also sie haben Sex und sie befriedigen sich dann gegenseitig auf unterschiedliche Weise. Zum Beispiel bevorzugt Jaden es nicht penetriert zu werden. Also es steht dann auch explizit da, knowing Jaden prefers not to be penetrated in any way. Dementsprechend kommt es auf der Seite nicht zur Penetration. Und das fand ich auch ziemlich cool, weil das bricht mit etwa damit oder das bricht mit der Vorstellung, dass nicht penetriert zu werden zu wollen nur etwas ist, was Aces betrifft. Also wir haben hier eine Allo-Allo-Person, die nicht penetriert werden möchte, also beziehungsweise die bestimmte Vorlieben beim Sex hat und eben bestimmte andere Dinge nicht so mag, während es der anderen allosexuellen Person hier nicht so geht, also anders geht. Und das fand ich schon sehr interessant und ich finde auch auflockernd ein Stück weit. Ja, es dreht quasi. Und ja, genau, was du gerade sagen wolltest, Delphine. Ja, es dreht quasi genau das um, was so die meisten Leute denken, was so das Bild in der Gesellschaft ist. Und das ist ja einfach sehr erfrischend. Genau, und ich finde es noch erwähnenswert, dass sie sich gegenseitig die ganze Zeit respektieren und ihre Grenzen einhalten und dass das auch sehr explizit gemacht wird während der ganzen Szene. Und es wird einfach deutlich gemacht, dass sie sich gegenseitig gut tun, sie Spaß miteinander haben, aber eben keine romantische Beziehung haben. Und ja, die Geschichte oder wir haben beide, als wir darüber geredet haben, auch gesagt, die Geschichte könnte gut ohne der Sexszene funktionieren, aber dass sie doch existiert und dass die Situation so explizit beschrieben wird und auch so explizit beschrieben wird, was Rhea dabei fühlt, macht einfach noch viel mehr deutlich, dass Sex auch ohne Romantik funktioniert und dass das nicht irgendwie mehr oder weniger wert oder mehr oder weniger befriedigend ist dann. Was ja auch so eine Vorstellung ist an manchen Stellen, dass irgendwie Sex ohne Romantik unbefriedigender wäre. Und das ist definitiv kein Eindruck, den ich nach der Sexszene hatte, dass es für irgendeinen von beiden nicht befriedigend war. Voll. Am Ende der Szene rollt Jaden dann vom Bett runter und da wird auch nochmal das Thema Grenzen angesprochen. Also es hatte vorher schon in der Szene viel Raum und hat aber jetzt auch nochmal Raum, weil Rhea, ich wollte gerade sagen, denken, aber eigentlich lesen wir ja, was Rhea denkt. Denkt halt, dass sie nicht gerne kuschelt. Und mit dem Runterrollen vom Bett von Jaden haben wir dann auch wieder, dass Jaden da keinen irgendwie Druck ausübt, dass sie doch miteinander kuscheln oder so, sondern zeigt dann auch wieder, was wir vorher schon hatten, dass hier einfach zwischen beiden die Grenzen eingehalten werden. Und das ist da ja quasi wie, also es wirkt sehr selbstverständlich für die beiden, das so zu machen. Und das ist einfach auch sehr schön, sowas mal zu lesen. Und sie, ja, blödeln dann auch noch so ein bisschen rum und necken sich gegenseitig und reden dann auch noch darüber, dass sie sich gegenseitig nackt mit der Goldmedaille vorstellen, beziehungsweise auch, dass sie, Das ganze Team im Grunde. ja genau, dass sie nachher auf dem Podium stehen, das Viererteam, alle nackt und mit Goldmedaille. Wobei sie dann auch noch denken, dass die anderen zwei das vielleicht nicht ganz so cool fänden aus dem Team. Aber ja, es ist einfach auch nochmal so, da wird die ganze Situation dann auch wieder noch so ein bisschen aufgelockert. Und Sie sind sehr gut drauf. ja, So. genau. Genau, und hier wird auch nochmal ganz kurz cool Covid thematisiert, aber auch an dieser Stelle wieder mit dieser Haltung, es ist nicht toll, aber es ist halt einfach gerade so. Ja, irgendwie, weil sie testen gehen müssen Genau. nachher, damit sie teilnehmen können. Aber sie sorgen sich dann gleich erstmal wieder um die Turnanzüge. Ja, und nicht zu knapp. Weil, ja, weil Rhea ihn nicht aufgehängt hat, nachdem sie Jaden ausgezogen hat und sie schnell überprüfen müssen, dass er nicht kaputt geworden ist. Ja, also,
Da ist auf jeden Fall sehr viel Sorgfalt dafür da, dass diese Trikots, die ja mindestens mit den Farben die USA repräsentieren, dass denen auch wirklich nichts passiert, weil das eben auch so ein Punkt ist, wo sie beide sehr stolz drauf sind, diese Farben tragen zu dürfen. Ich meine, sie sind ja auch bei den Olympischen Spielen, also ist schon, ist, glaube ich, ein sehr großes Thema. Eventuell so ein klein bisschen. Weiter geht's, glaube ich, nicht wirklich in dem Fall. Ja, genau. Jaden geht dann duschen und Rhea überprüft ihre Nachrichten, hat ganz viele positive Nachrichten von Fans auf Social Media. Also es wird nicht gesagt, dass es nur positive Sachen sind oder ob es einfach die Mehrheit ist, aber jedenfalls konzentriert es sich aufs Positive. Und sie stellt dann fest, dass sie eine E-Mail von der Reporterin bekommen hat. Die hat sich nämlich über Aromantik informiert und würde gerne mehr davon hören, veröffentlichen. Delphine, willst du uns ein Quote vorlesen, den wir uns rausgesucht haben? Gerne. She did some more research on aromanticism after we left. She read more of my posts and looked into stuff on her own. She found out more about how it's so often left out of representation in general and why it means so much to me to be open about my identity. She wants to make it a bigger part of her story. Was dann übersetzt heißt, sie, bezogen auf die Reporterin, hat sich etwas weiter damit beschäftigt, hat recherchiert, nachdem die beiden gegangen waren. Und sie hat mehr von Rheas Posts gelesen und sich da selber weiter informiert und herausgefunden, wie oft es einfach in der queeren Repräsentation generell außen vor gelassen wird. Und ja, damit auch herausgefunden, warum es Rhea so wichtig ist, offen mit der eigenen Identität umzugehen. Und sie hat geschrieben, dass sie das zu einem größeren Teil ihrer Story machen möchte. Genau. Ja, an der Stelle wird halt nochmal thematisiert, dass Aromantik oft vergessen bzw. ausgelassen oder unsichtbar bleibt und dass es wenig Aro-Spec-Repräsentation gibt. Und der Reporterin ist eben durch die Recherche auch bewusst geworden, wie vergessen Aromantik bei queerer Repräsentation oft ist. Und dabei dann auch, warum das Rhea so wichtig ist, schätze ich. Genau. Und warum es auch so wichtig ist, dass Leute sich outen und sichtbar mit ihrer Identität, mit ihren Labeln sind, um eben diese Sichtbarkeit zu erzeugen, die es dann wiederum braucht, damit andere Leute, ja, die Struggle verstehen und auch, ja, sowas nachvollziehen können. Diese Frage hat die Reporterin sich an der Stelle dann durch die eigene Recherche beantwortet und vor allem auch durch das Lesen von Rares Post, also konkret auch durch das Lesen von dem, was einfach Betroffene dazu sagen. Und das löst bei Rare ziemliche Überraschung aus, dass da doch mal jemand etwas drüber hören möchte, über das, was sie die ganze Zeit schon mitteilt, was sie immer schreibt, wo sie versucht, so viel Sichtbarkeit für zu erlangen. Diese Überraschung zeigt an der Stelle auch, wie ungewöhnlich das ist, dass Leute sich dafür interessieren. Auch ungewöhnlich, dass Leute da selber recherchieren und lesen, was Betroffene dazu sagen. Und das auch wieder zeigt, dass wir ja Repräsentation auch einfach brauchen. Genau, und an der Stelle wird dann eben auch deutlich, dass das am Anfang in der Situation vor dem Start der Geschichte, also mit dem Interview, das quasi gerade vorbei ist, als wir einsteigen, dass es da auch Unwissenheit war, einfach von der Reporterin und keine bewusste Queerfeindlichkeit erst einmal oder keine bewusste Aro-Feindlichkeit. Also, dass es zumindest nicht gewollt war, wenn auch eben trotzdem negativ. Und indem der Person Zeit eingeräumt worden ist oder indem wir Personen Zeit einräumen, kann eben auch etwas Positives dabei herauskommen. Beziehungsweise kann einem auch selber bewusst werden, dass die Situation im ersten Moment vielleicht eben durch Frust oder weil es schon so oft passiert ist, noch negativer eingeordnet worden ist, als sie war in dem Moment. Genau. Es gibt uns Zeit zu reflektieren, vielleicht auch, ist dieser Frust, diese Wut, ist es jetzt nur diese Person, was die Person gemacht, gesagt hat? Oder ist es einfach Mikroaggressionen zum Beispiel, die sich aufgestaut haben und was dann in der Situation alles zusammenkommt? Und
ja, die Situation vielleicht in der eigenen Wahrnehmung etwas negativer macht, als sie eigentlich da war. Und im Gegenzug gibt diese Zeit, die wir dann einander lassen, der anderen Person die Möglichkeit, vielleicht doch nochmal selber nachzuschauen, nochmal drüber nachzudenken, ja, durch eigene Recherche vielleicht, ja, nachzuvollziehen, warum die Situation, also in diesem Interview zum Beispiel, so war, wie sie eben war, und um da einfach, ja, Verständnis zu bekommen. Es geht nicht immer da, sich und den anderen Personen die Zeit zu nehmen, aber was wir hier beispielhaft sehen, ist auf jeden Fall, dass es etwas sein kann, woraus etwas Positives entstehen kann. Auch aus Aufklärungsarbeit, auch wenn sie manchmal mühsam ist und eigentlich manchmal frustrierend ist, dass sie noch notwendig ist oder dass sie notwendig ist oder dass sie in diesen Situationen notwendig ist. Wir haben übrigens wieder einen Kommentar. Wenn dieses Thema das Interesse der Interviewerin geweckt hat, heißt das ja, Aromantik ist spannend. Ja, sehr schön. Ich meine, ich würde dem zustimmen, dass Aromantik spannend ist, ja. Sehr. Sie hat also gemerkt, was wir sowieso schon denken. Und jetzt haben wir noch eine Person mehr, die mit dabei ist. Genau. Ja, die Reporterin kennt auch wen, der eine Reportage über queere OlympiateilnehmerInnen macht und schlägt halt vorzuschlagen, Rhea da zu inkludieren. Und Rhea will dann, dass Jaden auch mitmacht und Jaden stimmt auch zu und wäre auch dabei. Aber erstmal, also Rhea möchte gleich antworten, aber Jaden hält sie auf und sagt, möchte eben, dass sie jetzt auch duschen geht, weil sie eben den Covid-Test machen gehen müssen und sie erst dann die Nachricht beantworten soll, weil sie sich sonst mit niemandem treffen kann. Ja, Rhea hätte das einfach vergessen. Ja. Also Jaden sagt da auch ganz konkret, then we work on being heroes. Also dann arbeiten wir daran, Heldinnen zu werden. Ja, sie ist ja quasi an der Stelle die Person, die in diese wirklich schöne, positive Situation dann bedingt durch die Pandemie nochmal so ein bisschen Vernunft in dem Sinne reinbringt, da nicht das zu vergessen. Also ja, wobei Vernunft ist. Ich bleib mal bei der Familie. Die praktischen Dinge. Die praktischen Dinge nicht zu vergessen. Dankeschön. Oder die praktischen Notwendigkeiten der Situation, wenn sie auch nicht toll sind. Ja. Genau. Und dementsprechend geht Rhea dann erst einmal duschen, lässt sich überzeugen und damit endet dann unsere Geschichte. Genau. Delphine, jetzt kommt der nächste wichtige Teil. Ich wollte eigentlich sagen, der wichtige Teil, aber irgendwie, ich glaube, die inhaltliche Analyse war fast wichtiger. Keine Ahnung, das dürfen andere Leute bewerten. Was ist dein Gesamteindruck? Also insgesamt würde ich sagen, es ist auf jeden Fall eine sehr schöne Kurzgeschichte. Und ich würde auch sagen, dass sie kommt darauf an, wie sex-repulsed ein Mensch ist und ob da dann auch sowas dazu zählt zum Beispiel. Finde ich sie trotzdem sehr gut lesbar, weil es irgendwie, also es ist sehr gut geschrieben und obwohl die Sexszene auch sehr viel Raum einnimmt, wirkt es nicht, als wäre jetzt der Rest irgendwie nur spückendes Beiwerk, um da irgendwie eine Sexszene zu Papier zu bringen. Sondern es ist irgendwie alles zusammen, macht eine runde Sache daraus. Das liegt natürlich auch an den echt liebenswerten Charakteren. Ja, und ich finde es auch vor allem sehr cool, mal ein bisschen mehr über Alo-Aro-Repräsentation zu lesen, beziehungsweise da mehr Einblicke zu bekommen, weil es ja sonst doch, ja, eher unsichtbar ist. Bei dir, Finn? Ja, also ich möchte zuerst noch sagen, wenn ihr uns einen Eindruck schreiben wollt bis jetzt, könnt ihr das gerne machen. Das freut uns sehr. Der Textchat ist offen, wie die ganze Zeit schon. Aber mein Eindruck, ich fand die Geschichte auch sehr gut. Ich habe sie gern gelesen und ich bin eigentlich froh, dass wir die jetzt ausgesucht haben. Wir hatten ja davor erstmal eine Zeit lang eine andere stehen, dann haben wir für sie wieder geändert. Ja. Ja. Aber ich bin eigentlich sehr froh jetzt über die Wahl. Ich fand die Repräsentation einfach auch richtig cool.
Und auch die verschiedenen Aspekte von aromantischer Identität, die halt auch angesprochen wurden, auch einfach diese gerade, oder was ich gerade besonders im Kopf habe, ist dieser Moment, wo es einfach darum geht, wie eine queer-platonische Beziehung aufgenommen wird oder wahrgenommen wird. Und einfach, dass, also ich würde das jetzt nicht als, persönlich nicht als für mich automatisch zu nahe an Romantik sehen. Aber ich kann nachvollziehen oder verstehen, warum dass es anderen Aros so gehen kann. Und das finde ich auch sehr gut und wichtig, mal gelesen zu haben so. Mhm. Und es hat sich einfach alles auch sehr stimmig angefühlt. Ja, absolut. Und ich fand die, also auch das Ganze sehr, sehr gut geschrieben. Ja, ich fand vor allem auch schön, dass, also irgendwie war es ein bisschen klar, aber ich fand es trotzdem schön, das so in der Form zu merken, wie es bei mir angekommen ist, dass ich das sehr viel, mit vielen Punkten sehr relaten kann, was für mich dann an der Stelle wieder zeigt, dass wir auf einem, also alle auf dem Aro-Spektrum sind und damit auch gewisse Sachen teilen oder einige von uns manches Erleben teilen. Und ich weiß nicht, ich fand das irgendwie sehr schön. So, und nachdem wir gesagt haben, dass das ein Start sein soll oder dass Delphine und ich gerne auch ein bisschen eine Reihe zu Aro-Repräsentation machen wollen würden bei Inspektren, so weit oder so schnell wie unsere Kapazitäten es zulassen, sagen wir mal so, hätten wir jetzt gerne noch euren Input. Also einerseits, ob euch das gefällt, so gefällt, ob ihr das hören wollen würdet. Wir könnten jetzt natürlich nicht je alles so ins Detail analysieren und durchgehen, wie jetzt, weil das einfach eine Kurzgeschichte war und wenn irgendwas länger ist, dann sitzen wir sonst in 10 Jahren noch hier oder so. Aber es gäbe da 2 Möglichkeiten, die ihr uns sagen könnt. Entweder ihr gebt uns ein Medium zum Analysieren, also Bücher, Filme, Serien, Spiele, Geschichten, was auch immer euch einfällt. Möglichkeit 2, ihr gebt uns ein Thema im Umfeld von Repräsentation zum drüber reden. Also wenn ihr Vorschläge habt und euch das gefällt, dann schreibt uns gerne eure Vorschläge. Genau, wir nehmen da auch alles auf. Es kann ein PC-Spiel sein, wo Repräsentation in irgendeiner Form drin ist. Es kann ein Buch sein, eine Serie. Also fühlt euch da frei, alles vorzuschlagen, was euch da so in den Sinn kommt. Je nachdem eben, was es ist, brauchen wir länger oder kürzer für die Umsetzung. Genau. Ja, wir haben übrigens noch Kommentare von J. Wieder. Würde dem zustimmen, was gesagt wurde, dass die Geschichte ein Happy End hat in der Form, dass die Reporterin sich informiert und dann auch auf sie zugeht, finde ich eine schöne Zukunftsperspektive. Mhm. Johanna schreibt, ich finde das eine echt schöne Idee. D. schreibt, ich fände weitere Besprechungen gerade von Aro-Repräsentation spannend, gerade weil bislang so wenig im deutschsprachigen Raum bekannt zu sein scheinen. Ich habe mich gerade irgendwie verlesen. Gerade weil bislang so wenige im deutschsprachigen Raum bekannt zu sein scheinen, so Satzbau, mit einer Plusreaktion. Ja. Ja. Wenn keine Kommentare mehr kommen, dann wollen wir das hier gerne beenden wie eine reguläre Folge. Delphine, was nimmst du aus der Veranstaltung mit? Ich nehme mit, dass, also so ein bisschen, dass ich mich mehr mit Alu-Aro-Perspektiven beschäftigen möchte. Tatsächlich habe ich bisher nicht so viel, weshalb ich die Kurzgeschichte dann, die Kurzgeschichte war auf so vielen Ebenen einfach heute eine sehr coole Wahl und ich bin da auch sehr froh, dass wir dann im Endeffekt dabei gelandet sind. Ja, und was ich mir mitnehme, glaube ich, oder zumindest was so gerade am prominentesten da ist, ist halt auch diese Zeit lassen, wenn ich aus einer Situation komme, wo Leute gut reagiert haben, was mich nochmal so ein bisschen mehr bestärkt darin, da auch einfach nochmal tief durchzuatmen und erstmal nochmal auf die Situation zu schauen, beziehungsweise da gegebenenfalls, je nachdem wie die Situation war, ein bisschen Zeit zu lassen, damit ja vielleicht auch eine positive Nachricht von der anderen Person dabei rumkommen kann. Und bei dir, Finn? Ja, fast ein bisschen
eh das auch oder geht in die Richtung von dem, was ich vorher gesagt habe. Ich glaube einfach mehr wieder Bewusstsein für unterschiedliche Aspekte vom einfach von Aro-Sein oder auf dem, ja, aromantisch sein in dem Fall, beziehungsweise auf dem aromantischen Spektrum sein, wie unterschiedlich da Wahrnehmen auch sein können, wie unterschiedlich da Herangehensweisen oder auch Bewertungen von bestimmten Dingen als romantisch oder nicht romantisch sein können, auch in Bezug auf queere Identitäten generell, diese Unterschiede, wie offen jemand mit seiner oder je Mensch mit seiner ihrer X-Identität ist und was das, wie das alles okay ist, sage ich mal. So, genau. Ja, dann sind wir am Ende, oder? Ich würde auch sagen. Ja, dann würde ich mich noch bedanken, so ganz üblich. Und zwar hat die Redaktionsleitung Delphin übernommen. Vielen Dank, Delphin. Die Vorbereitung dieses Vortrags bzw. dieser Folge, falls wir eine Folge daraus machen, haben Finn und Delphin übernommen. Den Schnitt wird Delphin übernehmen. Vielen Dank dafür. Dann möchte ich mich bei allen bedanken, die heute bei diesem Vortrag zugehört haben und die ihn später noch hören werden. Vielen Dank euch. Und ja, jetzt seid ihr dran. Wenn es euch gefallen hat, euch nicht gefallen hat, ihr Kritik oder Ideen habt, wenn ihr Vorschläge habt, wenn ihr Aro-Repräsentation habt, Aro-Spec-Repräsentation, aber auch A-Spec-Repräsentation habt, die wir uns anschauen sollen, dann meldet euch gerne bei uns, schickt es uns, sagt uns Bescheid. Wenn ihr andere Ideen habt, was wir machen können oder Folgenideen, meldet euch auch gerne bei uns. Vielen Dank. Ihr findet uns auf unserer Homepage unter inspektren.eu, auf Instagram, inspektren-podcast, auf Facebook, auf Twitter, Mastodon und wir haben auch einen YouTube-Channel, aber das findet ihr alles auch auf unserer Homepage oder in den Shownotes verlinkt. Ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben an inspektren@gmx.net oder ihr findet uns auf dem Aspect German Discord-Server, wo wir auch einen eigenen Channel haben, in den wir schreiben und wo ihr reinschreiben könnt, um uns zu erreichen. Dann sage ich euch vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Inspektren, der Podcast aus der deutschsprachigen A-Spec-Community.